Neben mir sitzt ein Mann, der eine Mission hat, denn er möchte es schaffen, dass kleine Unternehmen keine Armut mehr haben. Und wie er das macht, das wird er uns jetzt gleich verraten. Ich begrüße ganz herzlich Michael Dieringer. Hallo lieber Michael. Hallo. Schön, dass wir über dieses tolle Thema sprechen können. Wie kann man es denn schaffen, dass kleine Unternehmen keine Armut mehr haben? Ja, ich denke mal, da muss man ziemlich weit ausholen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles, was mir vermittelt wurde, so in der Schule und der Uni, doch letztlich relativ ungeeignet ist, um so ein erfolgreiches Unternehmerleben zu führen. Also eigentlich ist diese ganze Schul- und Unibildung auch, ich habe ja auch BWL studiert, eher darauf ausgelegt, dass man nachher in einem großen Konzern ist und dann an einer sehr spezialisierten Stelle in einem großen System arbeitet. Mhm. Und ich habe eben festgestellt, so als Unternehmer braucht man doch im alltäglichen Leben noch ganz andere Tools, die eben überhaupt nicht so richtig vermittelt werden. Und da ist für mich zu einem sehr wichtigen Bestandteil geworden Profit First, weil es einfach dazu führt, dass ich meine Finanzen auf eine andere Weise regeln kann, wie ich das vorher gemacht habe. Jetzt arbeitest du ja mit ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Ist Armut da wirklich ein großes Thema? Ja, also ich sehe schon sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer, bei denen eben am Ende zwar ein Gewinn unterm Strich in der Auswertung steht, aber ich werde immer wieder gefragt, wo ist denn dieser Gewinn? Also auf meinem Konto liegt er zumindest nicht. Und ich arbeite ja eigentlich nur fürs Finanzamt, ich arbeite eigentlich nur für die Versicherungen. Und das ist eben was, was man mit Profit First beheben kann. Und das erkläre ich eben sehr gerne, wie das funktioniert. Dann erklär es uns auch gerne mal. Wie funktioniert Profit First? Ja, es ist einfach so, dass wenn Geld reinkommt, wird immer alle 2 Wochen direkt das auf verschiedene Konten verteilt. Und zwar so, dass zuerst mal wird der Gewinn rausgenommen, deswegen auch Profit First. Mhm. Und als nächstes bilde ich dann Rücklagen für Steuern, also zum einen für die Umsatzsteuer, zum anderen für die Einkommensteuer. Da hapert es schon bei vielen dran, also viele, die eine große Einkommensteuerrückzahlung haben, haben das Geld nicht einfach so da rumliegen, um es mal so auszudrücken. Und tatsächlich nach der Einführung von Profit First hat man das einfach rumliegen. Mhm. Also auch kürzlich hat mir wirklich ein Mandant geschrieben, weil ich ihm gesagt habe, da kommen jetzt große Steuernachzahlungen, rund 10.000 Euro, hat er gesagt, ja, überhaupt kein Thema, habe ich ja alles hier, dank Profit First kann ich das jetzt einfach bezahlen. Woher kommt denn Profit First? Profit First kommt aus den USA. Mike Michalowicz hat das erfunden. Und tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, also er hatte schon große Unternehmen aufgebaut, war damit sehr erfolgreich, hat die dann auch verkauft und dachte so, jetzt hat er es geschafft und hat dann eben festgestellt, okay, aber eigentlich fehlt so die Substanz, also die Unternehmen, die er so verkauft hat, hatten zwar eine gute Idee, waren aber gar nicht nachhaltig aufgestellt finanziell, mhm. Hat dann so richtig Schiffbruch erlitten und sehr eindrucksvoll eben, deswegen auch das Buch so schön zu lesen, kommt dann seine kleine Tochter mit ihrem Sparschwein und sagt, Papa, wie viel brauchst du denn? Ich helfe dir. Als er dann eben völlig broke ist sozusagen. Genau, und er hat dann eben einfach entdeckt, okay, es muss irgendein System her, um den Unternehmer zu unterstützen in der Regelung seiner Finanzen. Und mhm. so hat er das dann erfunden, rausgebracht. Und jetzt ist es weltweit, hat sich verbreitet. Also 2014 hat er das rausgebracht und seit ungefähr 5 Jahren gibt es jetzt die Profit First Professionals Deutschland, mhm. wo ich dazugehöre. Wie bist du selber dazu gekommen? Wie hast du davon erfahren? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin eigentlich total skeptisch gegenüber solchen Allheilmitteln, möchte ich es mal nennen. Und ich habe eine eigene Mastermind-Gruppe gegründet. Und eine von meiner Gruppe hatte eben gesagt, hier, ich habe da so ein Buch gefunden, kannst du es mal durchlesen, mir mal erklären. Also ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, sowas überhaupt zu lesen oder eben auch anzuwenden. Und habe das dann eigentlich gelesen, um so, sage ich mal, das Ganze zu widerlegen. Also um mir zu sagen, ja, das ist alles Quatsch, kannst du alles vergessen. Es war dann so, ich habe es gelesen und in 2 Wochen habe ich es verstanden, umgesetzt, in meinem Unternehmen implementiert und lebe das seitdem. Mhm. Also so überzeugend fand ich das vom einen auf den anderen Moment. Und dann warst du ja sogar auch so überzeugt, dass du das heute mitnimmst und auch als Coach mit einem Unternehmen nimmst, oder? Genau, ja. Also das habe ich dann auf jeden Fall erkannt, was das für ein Potenzial hat. Also für mich ist das einfach so ein bisschen wie die Welt wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Mhm. Einfach, weil das ist ja auch die umgekehrte Denkweise. In der klassischen BWL gehen wir immer davon aus, Umsatz minus Kosten ist Gewinn. Und
der Gewinn ist so eine Größe, wo man hofft, dass das am Ende halt übrig bleibt. Aber die Hoffnung wird dann eben eher enttäuscht, während wenn man sich vorher schon auf den Gewinn konzentriert und den an Seite schafft, dann hat man eben auch einfach so die menschliche Psychologie mitbedacht, weil wir als Menschen wollen halt immer das verwenden, was uns zur Verfügung steht. Und ja, dann ist das Konto voll, irgendwas will man damit machen und dann ist es wieder weg. Ja. Was ist in Bezug auf Mindset auch wichtig beim Thema Geld? Mindset ist ja im Prinzip das englische Wort für eine Zusammenstellung von Glaubenssätzen. Und da ich ja auch als Coach arbeite, habe ich sehr viel Berührung mit der Bearbeitung von Glaubenssätzen. Ich denke auch, viele, die das jetzt sehen oder hören, haben auch schon viel an ihren Glaubenssätzen gearbeitet. Und ich habe da einfach festgestellt, dass die Glaubenssatzarbeit eine sehr wichtige Arbeit ist, aber dass eben daraus eine Handlung folgen muss. Also wenn ich sozusagen vielleicht vom letzten Seminar oder von einem Buch, das ich gelesen habe, alles verstanden habe und ändere dann nichts in meinem Leben, also überführe das nicht in eine tatsächliche Veränderung in meiner Welt, dann bleibt es ein veränderter Glaubenssatz, der aber keinen Einfluss auf mein Leben hat. Und deswegen sage ich eben, okay, du musst dann auch was tun und das muss eine Regelmäßigkeit haben, es muss einfach eine Gewohnheit werden und dann macht es auch irgendwann Spaß. Mhm. Wer sind deine Kundinnen und Kunden, mit denen du zusammenarbeitest? Meine Kundinnen und Kunden sind natürlich teilweise meine Mandanten, ich bin ja auch Steuerberater, zum anderen aber auch kleine mittelständische Unternehmer. Das heißt, vom Einzelkämpfer, Einzelkämpferin, also häufig kommen die aus dem Coaching-Bereich. Ich habe sehr viel IT-Unternehmer, die ich betreue und dann eben auch bis zur GmbH so, ich sag mal Größenordnung 1 bis 5 Millionen Umsatz. Mhm. Also das sind so die, die ich betreue. Und wie kam das bei dir selber? Du hattest ja gerade erzählt, dass du dieses Buch dann irgendwann in den Händen hattest und davon überzeugt warst. Wie war so dein bisheriger Werdegang dahingehend auch? Ja, ich habe mich vor 8 Jahren selbstständig gemacht und habe den Betrieb auch von meinem Vater übernommen. Im Jahr 2020 kam dann Corona-Krise. Wir waren damals ein Team von 18 Leuten. Und von heute auf morgen funktionierte das Ganze natürlich nicht mehr, weil der eine im Homeoffice, der andere irgendwo anders, einer krank und alles funktionierte nicht mehr so, wie es sollte. Und da kam eben das Buch für mich genau zur richtigen Zeit, weil ich habe dann da die richtigen Handlungsmaßnahmen für mich ableiten können aus dem ganzen System. Also im Prinzip ist es so, wenn man das für sich einführt, dann fängt an, das Unternehmen mit einem zu sprechen. Also was brauche ich jetzt als nächstes? Und wie viel muss ich auch wirklich tun? Also einfach, weil es da so ein gewisses Benchmarking, sage ich mal, gibt, wie viele Kosten man als Unternehmer einer gewissen Größenordnung haben darf, damit es gut läuft, muss man sich dann natürlich auch mal selber hinterfragen, bin ich da irgendwo in der Größenordnung und was muss ich tun, um da hinzukommen? Was war da für dich so die größte Erkenntnis? Die größte Erkenntnis war für mich zum einen, dass ich mir aussuchen darf, mit wem ich zusammenarbeite. Also zum einen, welche Kunden, aber auch welche Mitarbeiter. Und das andere war, dass es hat meine Art zu fragen verändert. Also nicht, ist das möglich, sondern wie ist das möglich? Also von ich stand vom einen auf den anderen Tag vor der Entscheidung, 180.000 Euro Kosten einzusparen. Mhm. Und wenn man sich die Frage stellt, ob das möglich ist, wird man es wahrscheinlich nicht tun, weil es in dem Moment als nicht möglich erscheint. Und wenn man die Frage dann umformuliert zu wie, kommt man eben ins Handeln und muss nur noch überlegen, wie kann ich das schaffen. Absolut, total spannend. Warum ist es dir heutzutage so wichtig, dass du dieses Wissen auch weitergibst an andere Unternehmen? Ja, ich will einfach was Gutes in die Welt bringen. Also das ist so auch mein innerer Antrieb von allem, was ich tue. Ich suche immer nach dem größten Hebel, um die Welt zu verbessern. Und wenn ich einen gefunden habe, dann setze ich den konsequent ein sozusagen. Und da geht es mir wirklich darum, also die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer sind wirklich so für mich das Rückgrat der Gesellschaft, weil die sich persönlich um ihre Mitarbeiter kümmern. Mhm. Und ich denke einfach, wenn man denen allen den Rücken stärkt, tut das einfach der Gesellschaft und dem Miteinander sehr gut. Total. Und dafür ist Deutschland ja auch bekannt, da wirklich so einen starken Mittelstand auch zu haben, der ja natürlich auch unterstützt werden muss, damit er auch in Zukunft noch besteht. Genau. Wie kann ich mir denn bei dir Unterstützung suchen? Ja, ich habe eine eigene Homepage, die heißt profitfirst.michael-dieringer.de. Und da kann man mich zu einem Kennenlerngespräch buchen, zu einem kostenlosen. Und ich biete jetzt auch ab
nächstem Jahr eine Masterclass-Gruppe an, wo man sich monatlich auch völlig unverbindlich also anmelden kann und dann da dabei sein kann. Das ist dann in welcher Form? Also was werden da für Themen dann bearbeitet? Wie groß ist da die Gruppengröße und wie häufig trefft ihr euch? Es ist dann einmal die Woche eine Stunde. Ist für mich einfach so ein sehr guter Zeitrahmen, um dran zu bleiben. Es geht darum, wenig Theorie, aber das Notwendige natürlich schon zu besprechen, aber direkt ins Handeln zu kommen. Also es fängt eben damit an, wenn ich ja Geld auf Bankkonten verteilen muss, brauche ich dafür die Bankkonten. Dass wir einfach gemeinsam überlegen, welche Bankkonten braucht wer, wer hat schon welche zur Verfügung, wie kann ich die gliedern, welches Konto ordne ich welcher Funktion zu. Mhm. Und dann muss man natürlich noch einmal auch mit den Grundlagen anfangen, also einmal, so wie ich es auch am Anfang gemacht habe, eben gucken, wo stehe ich eigentlich, wie kann ich mich da einsortieren, wo will ich hinkommen. Das geht halt in keinem Ansatz, glaube ich, dass man ohne das, den Ist-Zustand festzustellen und das, wo ich hin will, kann ich eigentlich nicht anfangen. Und wen möchtest du konkret mit dieser Mastermind ansprechen? Masterclass, Entschuldigung. Da möchte ich alle Interessierten mit ansprechen, also vom Existenzgründer bis hin zu eben jemandem, der schon wirklich gut im Geschäft ist. Und es geht hauptsächlich darum, dass der oder diejenige das System kennenlernen möchte. Ja. Coaching bietest du ja auch noch an. Mit wem arbeitest du da zusammen? Da arbeite ich auch mit kleinen Unternehmern zusammen, auch natürlich mit meinen Mandanten. Und da habe ich auch Einzelcoachings und auch eine Gruppe. Da bringe ich den Leuten bei, sich selbst zu organisieren. Also Profit First ist ja ein System und ich habe einfach festgestellt, dass es häufig wichtig ist, die Menschen erstmal in Ruhe zu bringen, sich mit ihren ganzen Themen zu beschäftigen und mal zu sortieren, weil Profit First braucht einfach eine hohe Priorität, um es einzuführen, weil da muss man natürlich stringent dranbleiben und auch diesen 2-Wochen-Rhythmus wirklich leben. Und das kann ich nicht, wenn ich so viel um die Ohren habe und tausende Sachen. Und das ist nun mal bei Unternehmerinnen und Unternehmern leider sehr häufig an der Tagesordnung. Du hast ganz zu Beginn unseres Interviews gesagt, dass du damals auch irgendwie falsch weitergebildet wurdest oder unser ganzes System irgendwie die falsche Bildung gibt. Mhm. Was müsste sich ganz konkret ändern? Was hast du für einen Wunsch? Ja, es müsste einfach der Mensch mit einbezogen werden in die ganze Kalkulation. Und eben das ist auch das, was Profit First macht, nämlich es geht immer um die menschliche Psychologie. Also es geht immer darum, was ich von Natur aus, wie ich von Natur aus handle. Und dann brauche ich nicht so sehr viel darüber nachzudenken, was ich tue, weil ich dann natürlicherweise, sage ich mal, richtig handle. Also sehr gut, dass du uns das heute vorgestellt hast. Danke, dass du dich für so viele Unternehmen auch einsetzt. Und vielen lieben Dank für das Interview. Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut.